To this meditation to help you reduce anxiety. First, I'd like to invite you to gently close your eyes and take a nice, slow, deep breath in. Ich beginne gerade hungrig zu werden, beziehungsweise ich bin schon ziemlich hungrig. Gerade 7:30 und ich habe richtig Bock auf Sommerrollen. Deswegen denke ich mal, dass ich jetzt mal runtergehen werde und meine Eltern. Und mein Vater ist noch trainieren. Egal, dazu aktivieren werde, abends zu essen.
glücklich, wirklich. Pretty. So, und hello friends. Willkommen zu einem neuen Vlog. Ich dachte mir, ich drehe mal wieder ein kleines Weekend in my life. Zeige euch so, was ich dieses Wochenende so mache. Ich glaube, ich nehme auch den Freitag ein bisschen mit rein. Dadurch, dass ich nie Intros und Outros drehe, vor allem keine Outros, verliere ich aber den Übersicht, bis wann der Vlog jetzt eigentlich gehen sollte. Aber ja, whatever. Ich mache das dann immer so, wie ich mich fühle, aber ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Weg. Schön, schön, schön. Hallo, Baby. Oh mein Gott, bist du eine Maus. Always put your mask on. Oh. Let's go. Woohoo. Yes. I did it. Ging echt schnell, habe alles bekommen. Jetzt fahre ich wieder zurück. Und das Wetter ist so schön, dass ich heute auf jeden Fall nochmal rausgehen muss. Ich glaube, ich fahre mit dem Fahrrad in die City, hol mir einen Kaffee, setze mich irgendwo hin und lese was. Oder ich gehe in den Garten. Eins von beiden, aber das Wetter ist echt pretty. Ja, ich habe beim Rewe diese Jokolade gefunden. Gerade mal durchgelesen, was da hinten drauf steht. Finde ich sehr unterstützenswert. Probiere das jetzt mal. Ich habe die Sorte Milchschokolade mit Toffelstücken und Keksstücken mit Kaffee. Klingt schon mal geil. Oh Gott, Hilfe. Lecker. Mit bisschen karamellig. Einkaufstasche. Ansonsten habe ich heute eigentlich nicht so viel Interessantes gekauft. Aber was mich so angelacht hat, waren diese Cappelletti, so richtig geil mit Salbeibutter. Boah, ich habe übel Bock drauf. Banana, Pomelo, Apples, dann natürlich Sojajoghurt. Ich habe mir noch so ein Heft mitgenommen und da sind richtig viele Rezepte drin. Lecker! Mittagessen, komm her! Also wenn wir die Walnüsse haben, dürfen wir nicht gestellt hätten. Ja. Ist es? Dreieck. Komm hoch! You're fine! Ja, Randy, du bist ein kleiner Draufgänger, gell? Ja. Film das mal, läuft, Papa. Wir sind doch schön. Aua! Läuft's gerade? Ja, es läuft gerade. Komm! Oh. Komm her! Marike. Oh mein Gott! Was haben wir? Da krallt er ja richtig rein, du.
Das ist der falsche. Wisst ihr, du hast es nicht. Hier. Er rafft überhaupt. Jetzt ist gut, jetzt reicht. Aufgerafft, ein klein bisschen was zu lernen. Einfach, weil ich mich ansonsten schlecht fühle. Ja, irgendwie ist das so in mir drin. Dass wenn ich das Gefühl habe, dass ich was machen muss, dass ich es dann auch machen muss und nicht entspannen kann, ist irgendwie Segen und Fluch zugleich. Auf jeden Fall für alle, die sich fragen, was ich im Moment lerne, ich bereite mich auf den Medizinattest vor, weil ich mich auf einen Medizinstudienplatz in Deutschland bewerben möchte und ja, ich kein 1-0 Abi habe, deswegen mache ich das. Nur falls ihr mich nicht verfolgt und nicht wisst, was ich gerade mache, weil ich ja nicht in die Schule gehe oder studiere. Genau, um 17 Uhr draußen war es richtig schön. Und ja, ich konnte mega gut entspannen. Ich habe mich da einfach auf so eine Bank gelegt. Musik gehört, bisschen gelesen. Ja, war toll. Und jetzt werde ich es machen. Vielleicht trinke ich gleich noch einen Kaffee. Mal sehen. Freunde, ich probiere jetzt eine Baby-Kiwi. Die sieht so aus. Ich bin voll gespannt. Schmeckt irgendwie ganz lecker. Ich finde es voll cool. Einfach so eine Mini-Kiwi. Ich weiß irgendwie gar nicht, nach was es schmeckt. Leute, dieser Schrank lässt mich nie im Stich. I'm so excited. Ich kenne das noch gar nicht. Yay. Ich würde sagen, heute machen wir mal die Bank dabei, Marike. Nee, die nervt die Bank. Oh mein Gott, ich freue mich so auf das Eis. Naja, du kannst. Warum willst du jetzt, dass er sich dazwischen uns setzt? Nee, wegen Erz. Erstmal nur die Ice Cream. Mhm. Ich schmeck noch nicht so viel, weil es noch so kalt ist. Boah, sind das fette Chunks. 10. 12! Scheiße! Boah, also mein Leben ist ja eine Katastrophe, ne? Stimmt, das wird echt ein Problem. Lecker, lecker. Die Bars sind richtig karamelli. Sunday, Funday. Ich gehe jetzt mit meinen Eltern joggen. Wir machen das irgendwie jedes Wochenende morgens direkt. Jetzt. Lego. Das ist ja Fabrike. War gut. Jetzt Regierung bezeichnet BioNTech Pfizer. Jetzt Eisbahn.
Ihr Mausis. Wow, super toll. Ich habe mich gerade ein bisschen ready gemacht. Heute Nachmittag zu Leonie gehen werde. Wir werden Bilder machen, dann Flammkuchen machen und dann noch GNTM nachgucken. Heute ist echt ein perfekter Sonntag und ja, jetzt trinke ich noch einen Kaffee meinen Eltern und dann fahre ich los. Wir haben gerade übrigens gleich eins, also kurz vor eins ist jetzt. Das Wetter ist so schön, ey. Love it, love it, love it. Ja, hallo Findus! Komm. This is, by the way, das Outfit. Hose, secondhand, Jacke, secondhand. Oberteil, secondhand. Call me thrift queen. Spaß. Also ich weiß, dass die Hose von Wrangler ist. Oder ist sie das? Ich glaube. Das Oberteil ist original von Brandy. Das habe ich euch ja schon gezeigt. Die Weste weiß ich beim besten Willen nicht, woher die ist. Mein Täschle ist von Outfitbook. Genau, und dann habe ich noch so einen Pulli dabei in braun. Das ist auch secondhand. Yes, that's it. Ich bin jetzt bei Leonie. Alles gut. Mir geht's gut. Wie geht's dir? Gut, das Wetter macht mir gute Laune. Ja, das ist so schön, die Sonne. Ist wirklich awesome. So amazing, yeah. Oh Mann, ich sag's doch. Frenzy, das Wetter. Okay. Ja, was hast du jetzt gemacht? Ich hab meine eigene Spucke verschluckt, kennst du das? Nee. Doch, das ist nein. Das macht nicht so. Ich kenn's wirklich nicht. Also ich verschluck mich, aber ich hab noch nie gemerkt. Das ist ja, wenn man deine eigene Spucke... Ja. Ach so, okay, gut. Sag mal, das Lightning gefällt mir gar nicht. Also auf jeden Fall haben wir uns entschieden, jetzt ein Eislaufen zu gehen. Weil die Eisdielen haben ab heute offen, oder? Gestern. Nee, ab gestern. Wir sind natürlich the first ones to go. Ja, wenn der Hut was eröffnet, dann sind wir da. Nee, keine Frage. Oh Gott, nee. Ah, oh Gott, nee, es ist schon wieder hier. Es ist Eis dieses Jahr. Ich hab Raffaello. Leni hat Bueno. Spannend halt hier. Schon anfängt's Leben. Yay, wir haben uns Kaffee geholt. First Ice Coffee this year. Schmeckt richtig delicious. So Freunde, wir sind gerade am Shooten. Oh Mann, ey, scheiße. So, Friends.
Ich mache gerade Bilder von der Leonie. Weiter geht's. Jetzt ist aber doch im Programm. Jetzt bist du doppelt unter Druck, gell? Ich glaube, ich will mich auch noch mal kurz hier hinhocken. Du tu dir keinen Zwang an. Es ist okay. Hast gute Arbeit geleistet, aber. Danke, danke. Flammkuchen haben wir gemacht. Lecker, lecker, lecker. Und das gibt's jetzt mit GNTM nachgucken. Ist richtig abfangig drin, der. Ich sag